Hallo und herzlich willkommen, hier ist Sanfinkoll. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einem weiteren, Unboxing. Genau, so sieht's aus. Ich habe hier nämlich was für euch vorbereitet. Ich muss gucken, ob alles wieder im Bild ist. Ich bin diesmal ganz woanders. Ich habe mich in die Küche ein bisschen verzogen, weil ich nicht immer an meinem Arbeitsplatz da die Unboxings machen kann. Ja, aus familiären Gründen natürlich, die Kinder toben darum, dann ist das alles ein bisschen anders. Ich habe mir zum Beispiel auch noch das dazu gekauft. Das ist ein Popschutz. Der ist gleich mitbekommen, ist aber ein bisschen zu groß geraten, ist also die falsche Größe. Aber ich werde gucken, ob es trotzdem funktioniert. Das ist unser Hauptdarsteller, eine Firma, die hier bei uns vielleicht nicht ganz so bekannt ist. Firma Funk. Und die Firma Funk, die stellt zum Beispiel Tastaturen her, Mäuse und Mauspads. Und das ist das allererste Gaming-Headset, das die Firma Funk herstellt. Und ich habe mir das natürlich gleich mal schicken lassen, das Funk HS260 Gaming-Headset. Der Karton ist völlig unspektakulär in weiß gehalten. Hinten gibt es noch ein paar Informationen wieder über die Features. Und mehr ist da nicht drauf und mehr ist da auch nicht dazu sehen an dem Karton. Ich muss gucken, na, ist alles im Bild? Ja, ist alles im Bild. Ich öffne den mal hier. Dann stehen hier auch noch ein paar Informationen. Aber alles sehr, sehr klein und natürlich in Englisch. Komplett in Englisch. Aber das ist ja soweit ganz okay. Hier ist das gute Stück. Ich weiß nicht, kann man das erkennen? Die Sonne, die blendet mich. Ich gucke gegen die Sonne. Auch wenn ich die Rouladen ein bisschen runtergelassen habe. Sieht es ein bisschen schwierig aus für mich, dass ich... Ja, doch, ist alles im Bild. Und das packen wir jetzt einfach ganz geschwind aus. Es ist ein Magnetverschluss hier, habe ich gerade festgestellt. Hier ist ein Magneten eingelassen. Ja, cool. Coole Sache. Ich mache das Ding schon mal auf. Aufgeschnitten habe ich es hier schon mal. Und damit das alles ein bisschen schneller geht, hole ich das Headset jetzt mal aus dem Karton. Ich befreie es aus seinem Gefängnis, damit es ein bisschen frische Luft bekommt. Den Karton lege ich mal auf die Seite. Da ist nichts weiter drin. Der ist leer, der Karton. Da ist nichts drin. So. Und... Oh, da unten ist was, sehe ich gerade. Okay. Holla, die Waldfee, das bricht alles auseinander. Einmal die Gebrauchsanweisung. Jetzt muss ich mal das... Ich drehe es jetzt einfach mal rum. Da ist nämlich auch noch was drin. Das ist das Kabel, das da mit dabei ist. Auf der Seite. Und auf der Seite ist da auch noch mal was mit drin, oder? Ja, da ist auch noch was drin. Ohrpolster sind da noch mit drin. Extra Ohrpolster, ja. Und das war es dann. Mehr gibt's auf dieser Seite nicht, aber auf dieser Seite ist noch ein bisschen was drin, nämlich das Headset an sich. So, auch mal weg. Und da kommt dann gleich dieser neue Duft entgegen. Hier ist zum Beispiel das Mikrofon, ein ansteckbares Mikrofon mit Mute-Taster. Komischerweise ist das Mikrofon auf Mute gestellt. Nee, nein, ist nicht auf Mute gestellt. So ist es gemutet und so ist es betriebsbereit. Viele Informationen über das Mikrofon gibt es nicht. Auch der Hersteller hat auf seiner Webseite nichts darüber verlauten lassen, was für ein Mikrofon das ist. Ich habe jetzt herausgefunden, dass es eine Kugelcharakteristik ist für dieses Mikrofon. Aber der Frequenzgang und alles, da ist nichts darüber zu finden. Absolut gar nichts darüber zu finden. Und hier kommt dann der Popschutz zum Einsatz. Leider ist er wirklich ein bisschen zu groß. Der schlabbert ein bisschen rum, wackelt ein bisschen rum, aber ich hoffe, man kann ihn trotzdem benutzen. Dann gibt es hier diese zusätzlichen Ohrpolster. Das finde ich richtig klasse, dass da zwei verschiedene Arten von Ohrpolster dabei sind. Einmal im weichen Kunstleder. Das sind die hier. Und jetzt packen wir das Headset auf. Da sind drauf angebracht Plüsch. So, das ist so samtige Verpackung, richtig schick. Packen wir es auch mal auf die Seite. Das ist jetzt das Headset. Richtig schick sieht's aus. Es fühlt sich gut an. Es fühlt sich das so ein bisschen wie gummiert an irgendwie. Und das ist wieder so Art glossy, aber trotzdem nicht ganz so glänzig. Die Größen lässt sich auch gut verstellen. Also ist auch für große Köpfe geeignet. Für richtig große Köpfe.
Und das Besondere an dem Headset ist, hier haben wir diese zwei Anschlüsse, links und rechts. Und das heißt, jetzt Männer, aufgepasst, jetzt mache ich es erstmal hier ran. Es ist nämlich einmal für Linksträger oder Rechtsträger. Entsprechend kann man natürlich auch dann das Kabel anschließen. Entweder da Kabel, da Mikrofon oder da Kabel und da Mikrofon. Das Headset macht auf dem ersten Eindruck wirklich ein richtig solider Eindruck. Und wow, es sitzt auch perfekt am Kopf. Die Ohrpolster sind richtig schön weich. Und die kann man, wie gesagt, austauschen. Ich probiere es mal euch zu zeigen, aber ich mache darüber noch ein kurzes Review. Dann kann man das auch nochmal sehen. So sieht das dann aus. Und so sieht dann das Headset aus. Jetzt nehmen wir dieses hier. Einmal hier rein, so. Und dann muss man nur bloß drehen. Ja, wenn ich es denn hinkriege. Ich glaube, ich kriege es nicht hin, jetzt bin ich da dran gestoßen. Wieso stoße ich denn da dran? Naja gut, okay. Es ist ja nur ein Unboxing. Im Review zeige ich euch das nochmal. Ich habe das System noch nicht raus, wie das funktionieren soll. Ach doch, jetzt glaube ich. Drehen. Und jetzt ist es drin. Richtig einfach. Jetzt sitzt das Holzpolster. Das ist jetzt das Kunstleder. Und das sitzt jetzt, ja, bombenfest. Super Sache. Sehr, sehr einfach, die Ohrpolster auszutauschen. So, das soll schon gewesen sein fürs Unboxing. Wie gesagt, die Gebrauchsanweisung, wer möchte, kann da mal einen Blick hineinwerfen. Da ist nochmal der ganze Start, wie man alles anschließt und wie man die Ohrpolster dran macht und der Frequenzgang. Oh, der Frequenzgang hier vom Headset sieht auch sehr recht linear aus. Naja gut, allerdings alles in Englisch gehalten. Das soll es gewesen sein fürs Unboxing vom Funk HS260 Gaming Headset. Natürlich gibt es darüber noch ein kleines Review und natürlich auch ein Mikrofontest. Das Review spreche ich dann mit diesem Mikrofon komplett. Tschüss, bye bye, winke, winke. Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich poste den Link nochmal, wo ich es gekauft habe, natürlich auch in die Beschreibung, in die Videobeschreibung rein. Und den Preis natürlich auch, kann ich nochmal kurz sagen. Der war um die 79 Euro hat das Ding gekostet. Es geht aber auch noch etwas günstiger, aber dann kommen noch Versandkosten dazu von verschiedenen Anbietern. Ich poste den Link rein, wo ich es gekauft habe. Tschüss, bye bye, winke, winke. Bis zum nächsten Mal. Hier war euer Sandwinkel mit dem Unboxing vom Funk HS260 Gaming Headset. Tschüss, bye bye, winke, winke.